Freunde, willkommen zum heutigen, ja, schon wieder ein Luxustest. Wir haben hier die Elgato Masklet Falla Grande, die neuen Knallerchens von Pyroland, beziehungsweise halt Pyroland, denke ich mal, ist der Importeur. Wir haben hier eine NEM-Angabe von 3,15 Gramm pro Hülse, sage ich jetzt mal. Ist in der Kategorie F2 Verarbeitung. Elgato technisch wie gewohnt sehr gut. Ist eine schöne Hülse. Ich weiß nicht, kann man hier noch reingucken. Hier ist sehr viel Luft drin. Kann da jetzt gar nicht mit meinem Finger rein. Vergleichbar würde ich sagen. Also ist bis hierhin mit Pfropfen gefüllt. Theoretisch auch nicht viel länger oder größer wie die normalen Masklet-Faller. Aber nun ja, würde ich trotzdem mal sagen, gehen wir raus zur Zündung der Masklet Falla Grande. Achso, preislich habe ich gar nicht gesagt. Preislich ungefähr 7,50 Euro. Je nachdem, was gerade so momentan im Shop drin steht. Also Freunde, bis gleich draußen zur Zündung. So, wir machen die Elgato Masklet Falla weiter. Wie gesagt, 3,15 Gramm. So, Moment. Technisch würde ich jetzt aber D-Böller sagen. Okay, der war besser wie ein D-Böller. Also ich weiß nicht. Und der letzte noch. Ja, also für 7,50 Euro 10 Stück würde ich sie mir jetzt nicht holen. Also klar, es ist eine schöne Verarbeitung, aber ansonsten, ich persönlich nicht. Also wenn man jetzt rein auf den Knall, also wenn man jetzt knallen möchte, dann würde auch ein D-Böller Schinken reichen, ein guter von Komet. Also von daher, von mir leider ein Daumen runter.